Hallo, hallo Freunde, chinesischer Smartphone-Kunst. Es geht heute mal wieder um ein sehr günstiges Gerät aus Fernost. Das Allcall Atom. Oder Atom. Auf zum Atem. Und etwas hier auch schon in der Verpackung. Es kostet aktuell 65 Euro. Und wir schauen erstmal, was Allcall so alles mitliefert. Wir hatten schon ein Allcall gehabt, das Rio S. Aber heute eben das Atom. Ich habe noch ein günstigeres vorhin gefunden. Das werde ich mir wahrscheinlich auch bestellen. Das kostet aktuell 46 Euro WTF. Ja, ansonsten hier Standardkarton, Inweis hier, ein paar technische Daten. Aber die werden wir uns gleich eh noch im Detail anschauen. Das Gerät liegt hier schon zu meiner Rechten. War natürlich in entsprechender Folie drinne. Hätten wir erstmal eine Gebrauchsanweisung. Allcall Atom. Let the world within reach. Barcode. Bethifationi. In Deutsch, aber hier auch die Gebrauchsanweisung. Wunderbar. Micro-USB-Kabel und ein Ladegerät mit 1 Ampere. Und da haben wir es auch schon. Das ist das Allcall Atom. Wir gucken uns gleich die Rückseite an, denn die habe ich vorhin schon aufgeknorpelt und dachte mir, die machst du nicht nochmal zu. Ich war froh, dass ich es geschafft hatte, denn es ist kein Unibody. Stattdessen haben wir hier eine kleine Einbuchtung, kann man den Fingernagel rein und die Rückseite einfach abnehmen, denn die ist nur angeklickt. Die selber ist aus Plastik, hat aber so ein Metall-Finish. Schauen wir uns gleich noch an. Und da ist nämlich das Problem, wir müssen die Rückseite abmachen, denn erstens sind die Schächte für einmal microSD und zweimal SIM-Karte darunter und natürlich der Akku. Der ist schon eingelegt am Anfang, aber der hat dann hier so einen kleinen Aufkleber auf den Kontakten. Wenn ihr den nicht abmacht, dann wird das Gerät auch nicht funktionieren. Man kann das noch so lange anschalten, gegen die Wand werfen oder zurückschicken. Es wird nicht funktionieren. Hier natürlich immer praktisch, bei einer abnehmbaren Rückseite haben wir immer zwei getrennte Schächte. Wir können also zwei SIM-Karten und eine MicroSD-Karte verwenden, wenn wir ein Unibody haben mit einem Einschub, dann ist das in der Regel ein Kombo-Schacht dabei. Sparen die sich dann halt ein. So, jetzt mache ich es auch wirklich wieder zu. Das war professionell. Und jetzt könnte man wirklich meinen, es ist ein Unibody. Es hat eben so einen kleinen Metall-Look, es fühlt sich ehrlich gesagt auch ein bisschen metallen an. Es ist wirklich ein bisschen kalt, die Oberfläche. Jetzt werde ich nochmal kurz nachschauen, ob das wirklich Plastik ist. Metal Body and Dual Cameras on your hand. Also es ist doch Metall. Das ist doch Metall, beziehungsweise hier oben, das ist dann diese beiden Streifen sozusagen Plastik und das ist dann als Metall eingelegt dann in die Rückseite. Das erklärt wahrscheinlich, warum es sich wie Metall anfühlt. Denn wie gesagt, es ist einfach zu kalt für Plastik. Ist auch egal. Ich habe die Dualkamera, die ist nicht so 100% im Gehäuse versenkt. Die guckt ganz leicht raus. LED-Flash daneben, Logo. Hier unten CE-Zeichen. Ich weiß nicht, ob man es gut sehen kann. Daneben eine durchgestrichene Mülltonne und ein bisschen Geschriebsel hier. Dann Lautsprecher. Ne? Sieht ziemlich geil aus, finde ich. Ein kleines Loch und ein großes, dann mit Chrom drumherum. Kann was. Überhaupt die Rückseite sieht eigentlich recht potent aus. Ne? Hier von der Stärke so mal im Profil gezeigt. Kann schon was. Ist eigentlich auch recht kompakt. Auch wenn hier der Rahmen nicht gerade schmal ist. Es ist kein tribesseles Design. Muss ich sagen, es sind halt nur 5,2 Zoll. Ja, es ist ja auch irgendwo das Display, was die Größe des Geräts bestimmt, maßgeblich. Und davon haben wir nicht so viel. 5,2 Zoll muss jeder für sich selbst entscheiden, ob er das mag oder nicht. Hier ist irgendein Sensor. Es ist bereits eine Display-Schutzfolie aufgetragen, beziehungsweise vorinstalliert. Dann hier Hörmuschel und eine Frontkamera. Das ist, ja, ein mechanischer Home-Button. Und mehr gibt es, glaube ich, da gar nicht groß zu sagen. Wir haben halt hier links noch, beziehungsweise genau gesagt rechts, die Lautstärke-Wippe und Power-On-Taster, aber viel zu flachen Profil, für mich zumindest. Aber zumindest sitzt es gut im Gehäuse. Soweit eine ganz vernünftige Verarbeitung. Und auf der oberen Seite, warum oben? Warum? Ich dachte, das wäre jetzt wieder nach unten gewandert. Der Micro-USB-Anschluss, daneben Klinke. Ja, Micro-USB finde ich oben irgendwie blöd, weil da kommt dann Schmutz rein und dann geht man mit den Stecker rein und das ist dann alles nicht so in Ordnung. Wir starten das Gerät und kommen da ganz kurz zu den technischen und wirtschaftlichen Details. Denn 65 Euro, das ist nicht viel. Und was bekommt man dafür? Für mich ist es ja interessant, sonst hätte ich es ja nicht bestellt. Ein 6737 ist drin von MediaTek. Der bringt in Mantoute, glaube ich, mindestens 30.000 Punkte und ist meines Erachtens auch der SoC mit dem geringsten Anspruch, dass Android 7 soweit ganz vernünftig und richtig flüssig läuft. Na, 65 Euro schon mal nicht schlecht. Außerdem bringt der LTE mit, inklusive Band 20. Für diejenigen, die das noch brauchen. Das Display misst 5,2 Zoll. Das haben wir vorhin schon festgestellt. Es ist ein IPS-LCD-Panel mit einer Auflösung von 1280x720p und der Profi merkt sofort, das ist HD. Blickwinkel stabil ist wahrscheinlich. 2100 mAh misst der Akku und das ist rein vom Datenblatt hier erstmal der größte Missstand. Das ist ein bisschen knapp, muss man sagen. Ansonsten natürlich noch GPS, Wi-Fi und Bluetooth und Android 7 läuft eben drauf und damit haben wir erstmal alles. Ist ja interessant. Offensichtlich kein Fingerabdruckscanner. Ich hätte gedacht, dass unter dem Homebutton einer ist, weil mittlerweile ist ja beinahe jedem von einer dabei und wir haben ein Gesamtgewicht von 156 Gramm. Das ist doch schön angenehm. Und eine Gesamtstärke von etwas über 8 mm. Das ist auch angenehm. Hat noch was. Für 65 Euro macht doch bisher soweit einen ganz vernünftigen Eindruck. Was mir halt vor allem gefällt, dass wir eben
diese Metallrückseite haben. Ja, das ist doch nicht schlecht. Hier vorne, das ist im Übrigen auch wieder so 2,5D-Glas. Das ist zu den Rand hin ein bisschen abgeschwungen. Das sieht man vielleicht. Das sieht dann auch eigentlich ganz vernünftig aus. Kann man also mal sagen, ja, sieht das nicht unbedingt aus wie ein Billigphone. Ja, und da wären wir auch schon im System. Hallo, Hintergründe und Widgets-Einstellungen, bla bla bla, weg damit. Oh, das sieht doch ganz nett aus hier, der Hintergrund. Oh, das ist aber ganz winzig hier, das Datum und die Uhrzeit, das stimmt natürlich alles nicht. Benachrichtigungsleiste runtergezogen, Helligkeitseinstellungen, Schnelleinstellungen, hier auch noch Datenverbindung. Sehr schön, nicht wirklich versteckt. Ja, das sieht doch hier alles schwer nach Stock Android aus. Mal die Displayigkeit noch ein bisschen hochballern, ist ein bisschen dunkel. Wir machen ins Einstellungsmenü, scroll mal runter und da sehen wir Android 7.0. Wir können jetzt hier natürlich noch nicht so viel darüber sagen, ob zum Beispiel, ob das System hier gepflegt wird. Das sehen wir dann erst. Ist ja geil. Hier sind die sieht man ja überhaupt nicht. Die sind absolut nicht beschriftet und nicht beleuchtet, aber es sind kapazitive Tasten im Rahmen. Das ist natürlich geil. Klar, hier der mechanische Home-Button. Ja, aber hier sind auch noch zwei Tasten. Die sieht man noch nicht. Das ist der Taskmanager. Und hier ist zurück. Ob man sich das ändern kann, wechseln kann, das weiß ich nicht. Wäre nicht schlecht. Ich stehe drauf. Back Home Recent. Wir machen mal. Ach so, man kann sie sich einblenden oder man kann halt die nicht dargestellten, also die hier im Rahmen sind, die kommen sich leider nicht wechseln. Das ist ein bisschen doof. Das heißt, der Taskmanager ist rechts unten, aber ich will jetzt überhaupt gar nicht auf so einem hohen Niveau meckern. Ich finde es cool, dass wir die vollen 5,2 Zoll wirklich dann zu unserer freien Verfügung haben und keine Onscreen-Tasten hier in Kauf nehmen müssen. Da hat der Rahmen doch wenigstens einen kleinen Mehrwert. Ja, ansonsten haben wir aber, wie ich das schon festgestellt hatte oder festhalte, hier Android 7 in der Stock-Version. Pures Android in dem Preisbereich ganz normal. Navigation Bar können wir uns hier noch einstellen. Ansonsten, aber wir haben wenigstens Gesture Control. Och, das ist ja ein Witz. Ja, das sind die Offscreen, also sogar Offscreen-Tasten hier mit an Bord. Das, Offscreen-Gesten meine ich mit an Bord, das ist ganz vernünftig. Der Druckpunkt, also das ist ein bisschen sehr straff, man muss die Taste schon ziemlich kräftig drücken. Aber da muss ich dann erst im Alltag sehen, wie sich das bemerkbar macht. Maximale Helligkeit finde ich jetzt schon ein bisschen knapp, adaptive Helligkeit ist verfügbar. Hier ist also ein Rahmen, im Rahmen ein Sensor, der das Umgebungslicht misst. Aber ich finde es alles ein bisschen dunkel, ehrlich gesagt. Hier Mirror sind auch dabei, allerdings ohne Blaulichtfilter, aber zumindest könnten wir uns hier das Display noch ein bisschen, das ist eigentlich ganz okay eingestellt. Oder wenn wir uns das hier so angucken, das sieht schon ganz vernünftig aus. Die Auflösung von HD auf 5,2 Zoll, das ist absolut in Ordnung. Das Bild ist ziemlich scharf. Deshalb hat sich der Hersteller das auch gegönnt, manche Schriftarten zu klein einzustellen. Hier das Datum unter der Uhrzeit. Ja, das sieht aber trotzdem ganz vernünftig aus. Blickwinkelstabilität ist natürlich ebenfalls vorhanden, dank IPS-Technologie. Ja, sicherlich alles jetzt hier nicht auf allerhöchstem Niveau, aber für den Alltag dürfte das hier, das Display absolut ausreichen, für YouTube, Netflix, zum Surfen und WhatsApp schreiben, dass das halt alles ganz vernünftig dargestellt wird oder halt, wenn man Artikel lesen will, dass die dann nicht verpixeln, auch wenn halt die Schrift ein bisschen kleiner ist. Hier eine extra Systemaktualisierungs-App auf dem Desktop, okay, das könnte ein Hinweis darauf sein, dass das auch gepflegt wird vom Hersteller. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie es beim Rio S war, ich glaube, da kamen entsprechende Updates raus. Hier im Einstellungsmenü, der Rest ist natürlich Standard, das ist Android 7. Wir schmeißen die Kamera mal an, aber es dürfte klar sein, hier bei einem 65-Euro-Telefon erwarten wir jetzt hier keine Spitzenkamera, sondern eine, die, keine Ahnung, was erwartet man bei 65 €? Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. So, hier noch was Farbiges. Hier mal noch das Tablet, was es zurzeit zu gewinnen gibt. Klick. Der Fokus ist ziemlich lahm, aber das wäre auch schon hier mal auf hohem Niveau. So, wenn wir uns das hier mal ein bisschen angucken wollen. Das ist auf jeden Fall unscharf geworden, seht ihr, das geht mir überhaupt nicht klar. Machen wir weiter. Ja, das ist eigentlich genauso. Also besonders scharf ist das hier nicht, aber das kann man jetzt bei Text, glaube ich, besser sehen. Hier erstmal die Uhr, oh, sieht man so die Reflexion hier im Uhrenglas. Sieht ziemlich cool aus eigentlich, so gut erkannt. Aber hier, da im Hintergrund, seht ihr den Lesetest. Obwohl es eigentlich um die Uhr geht, ist der aber noch mega scharf. Das ist echt krass. Aber den habe ich ja, nee, der Autofokus hier, der kackt halt immer mal ab. Ja, der ist halt lahm und nicht so super zuverlässig. Aber wenn er gut fokussiert hat, sieht man, hier, der ist super scharf, der Text. Also im Makrobereich schon mal ganz gut. Und hier auch bei guter Ausleuchtung zumindest, wenn wir uns hier die Uhr mal angucken, auch eine vernünftige Farbwiedergabe. Ja, sieht auch schon ganz geil aus. Aber für den Alltagstest werde ich dann noch Außenaufnahmen machen. Und dann werden wir ja sehen, was die Kamera halt auch im Freien kann. Ich denke mal, die meisten Leute werden im Freien noch Aufnahmen machen. Und deshalb hier zumindest erstmal ein erster Eindruck, ist auch nur ein Kurztest. Das Teil wird dann noch in den Alltag kommen, in meinen täglichen Gebrauch. Da werde ich auch komplett einrichten, meine ganzen Apps installieren und halt updaten und WLAN und was man halt alles so macht und gucken wie YouTube und Netflix und die ganzen Benchmarks natürlich, was die dann so ausspucken, wie gut das hier Oracle hinbekommen hat, im Preisbereich aktuell 65 € hier ein vernünftiges Telefon halt abzuliefern oder eben nicht, aber es sieht erstmal ganz vernünftig aus, es ist schmal, es liegt gut in der Hand,
Ja, mit 5,2 Zoll recht kompakt, auch für Einhandbedienung geeignet. Rein von technischen Daten sollte der SoC ausreichen, damit Android 7 hier ganz vernünftig läuft. Zum Browsen für Netflix, YouTube, was ich gerade gesagt hatte, und WhatsApp. Und die Kamera, ja, wenn sie halt ein Standardknipse ist, die einigermaßen gute Fotos macht, dann passt das ja auch. Mehr erwarten wir jetzt nicht. Ihr seht aber, als Scanner kann man sie schon mal einsetzen. Oder um Nahaufnahmen halt von irgendwelchen Produkten oder Objekten zu machen, geht das ja auch schon ganz gut klar. Ja, das geht doch hier. Könnte ich jetzt die Uhr bei eBay einstellen, wenn ich lustig bin. Mache ich aber nicht. Ich mag diese kleine Uhr und außerdem ist die kaputt. Ist auch egal. Erster Eindruck ist auf jeden Fall richtig positiv vom Allcall Atom oder Allcall Atom. Auf zum Atom. Ich bin gespannt auf den Alltagstest. Ich hoffe, ihr auch. Vor allem eben, wie lange das Teil dann im Akkutest durchhält. Weil 2300 mAh ist eigentlich nicht ganz zeitgemäß. Es handelt sich aber auch nur um ein 5,2 Zoll Display. Könnte also, werden wir also sehen, wie lange das Teil dann im Alltag letztendlich durchhält. Das werde ich auch für euch benchmarken und euch dann entsprechende Werte liefern über den Akku und auch über alle anderen Spezifikationen von dem Gerät. Alles, was man so testen kann. Ich danke euch wie immer fürs Zuschauen. Ich hoffe, der kleine Kurztest hat euch geholfen. Wenn ihr euch das Gerät zulegen wollt oder wenn ihr mehr Informationen darüber haben wollt, findet ihr den Link unten in der Videobeschreibung. Außerdem findet ihr noch ganz andere Links, die könnt ihr euch auch alle anklicken, wenn ihr lustig seid und Langeweile habt. Da kommt ihr zum Beispiel auf moschus.de. Da habe ich derzeit nämlich ein Giveaway anlaufen von diesem hässlichen Tablet da drüben. Und ich poste da auch ab und zu mal interessant Angebote oder Gutscheine. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir einen Daumen nach oben oder zwei, je nachdem, wie viele Daumen ihr gerade entbehren könnt. Abonniert vielleicht meinen Kanal, wenn ihr neu hier seid, für noch mehr China-Technik. Ansonsten bleibt mir nur eins zu sagen. Die Katze sagt Tschüss.